Hallo meine Schwäne, herzlich willkommen zu einem ganz neuen Video. Willkommen zum nächsten Teil meines XXL's Beauty Hauls. Ja, da ist noch einiges, was ich euch gerne zeigen möchte. Und wir legen los. Viel Spaß mit dem Video. So, ich habe bei Revolution bestellt, direkt auf der Seite. Und es ging so ein bisschen das Gerücht rum, dass man jetzt Steuern zahlen muss, weil es ja aus England kommt und so weiter. Und da hat es mich so ein bisschen abgeschreckt und ich habe schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr auf Revolution bestellt, denn du bekommst die meisten Revolution-Produkte auch in deutschen Shops. Und ja, dann kamen aber doch ganz, ganz viele neue Produkte raus und auf Revolution kriegst du sie dann doch eher als woanders und habe mich einfach getraut. Und tatsächlich ist es so, man muss nicht, ich glaube, die splitten das in mehrere Pakete. Und dann geht das steuerfrei durch. Und ich weiß nicht, warum es bei den anderen so ist. Vielleicht passiert es mir auch wieder. Also vielleicht passiert es mir mal auch. Aber ich habe auf jeden Fall ein paar Palettchen dort bestellt. Und zwei Pakete kamen dann an. Genau. Einmal habe ich mich für diese Palette entschieden. Die war neu. Vielleicht so ein bisschen zu Halloween. Aber jetzt finde ich jetzt nichts mit Halloween zu tun. Packaging mega besonders. Total schick irgendwie. Ich mag das mit so Rosen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt mit Totenköpfen, aber mir gefällt das Packaging. So, das insgesamt ist es irgendwie cool. Es ist diese Blechbüchse. Da habe ich auch jetzt schon einige davon da. Nicht alle. Ich sammle sie auch nicht, aber ich finde sie irgendwie ganz nett. Spiegel ist drin enthalten und diese schönen Farben. Es ist ein sehr, sehr ein, ja, so eine warme Color Story. Eine rötliche. Sehr viele schöne Brauntöne und schöne Schimmertöne. Ja, finde ich irgendwie nett. Da sind so Totenköpfe innen drin reingestanzt und die Qualität ist so ein bisschen durchwachsen. Also, da kenne ich bessere. Auch von Revolution tatsächlich. Aber es geht. Man kann bestimmt irgendwas damit zaubern. Was Schönes. Aber das Packaging hat mich hier angesprochen. Und hier ist irgendwie das Packaging ein bisschen mehr als die Farben. Aber ich habe jetzt halt nur die geswatcht. Das ist jetzt erstmal so der erste Eindruck. Bin auch schon vorher ein bisschen in die Farben reingegangen, wo sie angekommen ist. Musste ich testen. Es sieht nett aus, ne? Also es glitzert und schimmert total schön. Die Schimmertöne und so sind sehr nett. Es ist so seidig schimmernd, metallisch. Und die matten Töne, also der eine matte Ton wirkt sehr nett, ja. Sehr intensiv. Ein bisschen noch, vielleicht noch ein, zwei matte. Also die matten Töne scheinen hier echt schön zu sein. Muss ich schon sagen. Das sind sehr, sehr schöne. Also wir müssen mal gucken, wie sich das Ganze dann auf ein Auge macht mit dem Pinsel und so weiter und Schwämmchenapplikator. Der ein oder andere Ton ist hier auch drin, der so ein bisschen Hardpan schnell entwickelt. Das ist zum Beispiel dieser hier, den ich auch geswatcht habe. Eins von den beiden, ich glaube der obere davon ist das genau, weil ich habe euch den und den hier geswatcht. Schau mal schon, wie die strahlen. Und der könnte so ein Hardpan entwickeln und da eben mit so einem Lidschattenapplikator rein. Sieht schon nett aus. Ja. Oben habe ich noch einen geswatcht. Sieht schon wieder ganz anders aus. Also durchwachsene Qualität, Packaging 1A, finde ich mega. Wir werden damit spielen. Und was ich überhaupt nicht leiden kann, sind immer diese Verpackungen. Das haben jetzt auch sogar die neuen. Wir kommen noch dazu. Ja, wir kommen noch dazu. Okay, nächste Palette war so eine Zusammenarbeit mit Matrix, mit dem Film Matrix. Mag ich gerne. Und ich liebe XX Revolution. Die haben mit Abstand aus dem Revolution House die beste Qualität. Ist nur ein bisschen teurer. Ich habe ziemlich viele Blushes von XX Revolution. Und auch mal in meine Blush-Sammlung mal reinschauen. Ich fand die irgendwie mega ansprechend. Ja, das ist jetzt in dem Fall die Trinity Luxe Palette. Wir haben einen Neongrün und ja, toll. Die Farben stehen jetzt wieder auf dem Zettel. Und sonst nirgendwo mehr drauf. Das ist ja ganz toll. Nee, der Zettel kommt weg. Egal. Dann gibt es halt keine Farben. Spiegel mit drin enthalten, mega schwere Palette und diese Farben. Also kunterbunt von allem, was dabei. Auf den ersten Blick mehr matte Töne als Schimmertöne. Krass, ja. Also
bunt. Die Pigmentierung ist wieder buttrig. Also, ich liebe die Formulierung von XX Revolution. Es ist einfach nur krass. Wunderschöne Farben, sehr besondere Farben. Hat man so nicht überall mit drin. Und schaut euch das mal an. Wow. Wow. Das ist so ein Duochrom, der so ein bisschen ins Goldene reingeht. Das ist so ein bisschen Rosé-Lila. Der ist auch wunderschön. Also atemberaubende Farben tatsächlich. Und ich freue mich damit rumzuspielen. Die Formulierung ist sehr, sehr besonders cremig. Ja, trotz dieser Farbgebung, dieser kunterbunten, weiß ich, dass die Qualität sehr, sehr schön ist. Und die Palette ist sehr, sehr besonders und einzigartig. Ja, da wird wahrscheinlich eine neutrale Palette hinzukommen müssen, wenn ich mich damit schminke. Vielleicht auch nicht. Mal schauen. Auf jeden Fall besonders schön und tolle Qualität. Wahnsinn. Und dann habe ich mich noch für die Morpheus Luxe Lachspalette entschieden. Quasi die zweite davon von Morpheus. Und die sieht so aus in Schwarz. Und sind auch die Namen auf dem Zettel drauf. Aber die Zettel kommen weg. Ich kann es nicht leiden, diese Zettel. Wieder Spiegel. Und die ist ein bisschen neutraler. Also vielleicht dann die mit dazu nehmen zu der anderen. Ja, aber man hat genug Monos zum Abdunkeln und Aussoften und so. Ich brauche immer so ein bisschen Braun mit dazu, damit das Ganze ein bisschen neutraler aussieht und nicht so quietsch. Dann kann ich auch gerne mit Farben spielen, tatsächlich auch mit blauen Farben und so, sobald Braun dabei ist. Ja. Schön, man sieht auch, ich hatte schon in manchen Farben meine Finger drin. Und hier ebenso eine wahnsinnig schöne Qualität. Hier hast du auch wunderschöne braune Töne drin. Also eher so eine schöne, zurückhaltende, naja, ich weiß nicht, aber eher so eine nudige Palette, ne? Eine Alltagspalette, eher. Ja, und hier ist ja dann Matrix reingestanzt, wenn man das erkennen kann. Genau, einmal quer drüber. Ja, wieder besondere, verschiedene Texturen. Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Also es ist echt schon für mich, da kann High-End nicht mal toppen. Ne? Tolle Formulierungen, verschiedene Sachen, verschiedene Formulierungen, Texturen. Da gab es noch so eine andere Palette, eine größere, die du so wie so einen Schrank aufklappen konntest, mit diesen zwei Pillen eben. Die hat mich aber nicht angesprochen. Ich habe mich eben nur für die zwei Matrix-Paletten entschieden. So, dann gab es neue Disney-Sachen von Isle of Revolution. Ich habe ja schon die anderen fünf da und es sind zwei neue rausgekommen von den großen. Einmal die Snow White. Die hauen jetzt raus. Die haben jetzt innerhalb kürzester Zeit die rausgeballert und mittlerweile sind die Sachen auch schon reduziert und im Ausverkauf. Aber die Sachen liegen bei mir hier schon eine Weile. Ich habe sie alle zum Normalpreis gekauft. Das sind ja diese schönen Paletten ohne Spiegel und Face-Produkte. Wunderschöne Blushes. Wunderschöne. Also da werde ich mich definitiv in den einen oder anderen Blush hier mal reingrapschen. Und auch sehr, sehr schöne Highlighter. Der könnte sehr, sehr kühl sein. Könnte man so einen weißen Balken vielleicht sehen. Was mich hier halt immer noch so aufregt, du musst auf einer Seite mindestens immer diese Folie drauf lassen. Die ist auch klebend. Bei den Lidschatten werde ich es wahrscheinlich abmachen und bei den Face-Produkten, so wie es die meisten Mädels gemacht haben, drauf lassen. Denn ich möchte nicht unbedingt, dass da die ganzen Lidschatten, wenn man doch dann bisschen mehr drin rumwühlt, dass dann hier in den Highlight oder so vielleicht blau reinkommt. Habe ich nicht so Lust drauf. Deswegen wird auf einer Seite dann bleiben, ne? Aber echt schön. So, jetzt habe ich die Folie abgemacht. Ich habe schon wieder Klebereste hier an der Seite, die ich nicht wegbekomme. Wundervoll. Das regt mich ja schon wieder auf. So, ein paar Farben hier geswatcht. Die Paletten sind tatsächlich durchwachsen, sagen zumindest sehr, sehr viele. Ich finde die echt toll. Ich finde die Farben super. Schaut euch mal, oh, dieser Duochrom-Ton. Wie schön ist der bitte? Wow. Na, ich weiß nicht. Ich finde die Farben echt irgendwie nett.
Und alles, was ich bisher geswatcht hatte, ich hatte auch mit einer schon mal einen Look geschminkt. Ich finde die echt toll, vor allem für das Geld. Ihr habt hier so viel Auswahl und dann die Face-Produkte. Die Face-Produkte möchte ich mir jetzt auch anschauen, aber ich struggle jetzt gerade wieder mit dieser, mit diesen Kleberresten da. Okay, Face-Produkte möchte ich jetzt trotzdem mal anschauen. Welche Seite war denn, dass die einfacher abgeht? Mega spannende Face-Produkte. Wow, der Blush. Wow. Okay, da haben wir den. Was ist das? So kein Highlighter. Deckweiß. Die sind sehr pudrig, die Highlighter. Also ich muss sagen, die Highlighter, switchen wir mal innen. Ja. Der weiße ist jetzt verblendet. Ganz nett. Der andere ist eher so kreidig. Interessante Formulierung. Aber strahlt jetzt nicht so wie der weiße zum Beispiel, ne? Das ist so ein Silberton. Sieht aber voll geil aus. Und der Rosé, ja, muss man schauen. Und die Blushes sind traumhaft. Finde ich auf jeden Fall ganz cool, wenn du dann eh schon den Look da in der Palette schminkst, dann kannst du gleich die Face-Produkte dazu nehmen. Meistens hole ich mir meine Lidschattenpalette vorher raus, manchmal auch nicht. Manchmal habe ich die Base schon vorher drauf, manchmal auch nicht, aber ja. Uiuiui, vorsichtig. Ich muss sagen, ich finde die Formulierungen ganz toll. Ich finde die Farben sehr besonders und ich mag die Paletten. Aber jetzt sage ich mich schon sehr lange damit hier beschäftigt. Das ist einmal die Snow White Palette und dann kam uns noch die Sleeping Beauty Palette davon raus. Und somit sind es jetzt 7 Stück schon aus dieser Reihe und ja, sehen aus wie so Bücher, ne? Mega. Auch hier Blushes. Oh, traumhaft. Der wird wahrscheinlich zu golden sein, aber die zwei sind sehr, sehr, sehr schön. Aber die Blushes sind alle sehr schön. Ja. Und auch hier die Color Stories sind irgendwie so spannend. Ne? Ganz cool. Und auch hier swatche ich mal ein paar Farben. So, wieder mal Folie entfernt. Und auf den ersten Blick auch wieder ganz viele matte Töne. Ja, hier die zwei, das sind so leicht schimmernde matte Töne. Sind ein bisschen schwächer, ja. Aber die Schimmertöne sind wow. Die würde ich dann eh wahrscheinlich zum Verblenden nehmen oder so. Weiß ich jetzt gar nicht, was ich damit machen würde. Sind sehr soft, so pastellmäßig ein bisschen, aber irgendwie geil. Und die Sachen sind eh nicht unbedingt jetzt zum Schminken, sondern ihr wisst ja, das ist eher so ein Sammelding. So, dann haben wir die zwei und zu der Snow White kamen natürlich noch die 7 Zwerge. Die haben eine kleine Palette bekommen mit 7 Farben und die musste ich auch haben. Die sind ja auch so schön slim, voll niedlich. Und wir haben hier so eine ganz klassische Palette, aber aufgrund der Farben würde ich sie mir jetzt nicht kaufen, aber weil sie so niedlich ist und auch so zum Verreisen vielleicht oder so, weiß nicht. Schön halt für 2-3 Looks auf jeden Fall. Okay. Farben sind top, muss ich sagen. Jetzt der rosane hier. Ist ein bisschen, es ist so ein hautfarbener, leicht schimmernder Ton. Der oben drüber ist nett. Und die anderen Schimmertöne sind sehr, sehr schön. Ja, geht auf jeden Fall klar. Und ich habe mir von Snow White und da wollte ich eigentlich immer nichts holen, weil es gab ja immer zu jeder LE, zu jedem Märchenbuch noch so andere Produkte. Habe ich mir jetzt noch den Highlighter geholt. Weil den fand ich irgendwie süß. So klobig, ne? Also der passt schon mal nicht in meine Highlighter-Schublade. Aber ich fand das so niedlich mit diesem Apfel und so. Ja, jetzt komme ich da wahrscheinlich nicht rein, weil das natürlich so innen drin ist und da ist wieder so eine Folie. Alles geschrottet habe, habe ich ihn auch geöffnet. Ich fand das einfach so niedlich und ja. Hier der obere. Es geht, ne? Also der ist nicht so, er hat so einen Champagner-Unterton.
Er ist nicht so weiß wie der eine, den ich euch vorhin geswatcht habe. Er ist so ein bisschen goldener und trotzdem sehr schön. Aber ja. Müssen wir mal gucken, wie er sich da auf dem Gesicht macht. Er könnte ein bisschen zurückhaltend sein. Das ist natürlich jetzt auf den strahlenden Innenhandflächen. Wirkt das alles so ein bisschen strahlender. Ich kann mir vorstellen, dass er hier so ein bisschen untergeht. Müssen wir mal gucken. Ich konnte nicht anders. Den musste ich haben. So, dann durften. Machen wir mal bei der weiter. Nochmal so eine Klapppalette mit aus der Batman-Serie. Da musste ich mich echt erstmal zurückhalten, dass ich nicht alles kaufe. Aber ich habe mir gedacht, okay, eine reicht. Eine reicht. Da gab es ja mega viele. Die sind mittlerweile auch alle reduziert. Und hier fand ich es einfach cool. Na. Irgendwie hat es mich angesprochen, die ganze Color-Story-Geschichte. Und hier ist die Pigmentierung ganz klassisch auch. Echt nett. Auch wieder verschiedene Formulierungen. Den goldenen kriege ich nicht vom Finger ab. Der ganze Finger ist voll, aber es wird schon, das ist ja voll schwer. Deswegen mit so einem Lidschattenapplikator würde das bestimmt gehen. Sieht das aus wie so ein Topper, ne? Aber sieht ihr mal, was auf dem Finger kommt. Das will ich auf dem Auge bekommen. Und kriegt man bestimmt auch irgendwie. Aber die Farben sehen sehr, sehr schön aus. Ja. Klassische Revolution Qualität. Guckt mal. Das bleibt immer alles am Finger kleben. Aber bei Lidschatten, vor allem in den Massen, die ich habe, muss man nicht an Produktverschwendung denken. Das war die Batman-Palette. Und dann habe ich aus diesen, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie die heißen, aus dieser Reihe eben nochmal zwei andere geholt. Von denen habe ich jetzt auch schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Und zwei neue sind dazugekommen und die sammle ich. So sehen die aus. Alle irgendwie spannend. Und weil ich sie sammle, ist mir egal, wie sie innen drin aussehen. Das ist jetzt übrigens die Nice List. So ein bisschen aus wie eine Wunschliste. Ein bisschen weihnachtlicher. Und da sind so kleine Geschenke eingestanzt. Und auch so Nudie ein bisschen pastellig. Alles so ziemlich gleich. Aber irgendwie auch unterschiedlich. Mehr matte Töne als Schimmertöne. Und hier sind verschiedene Namen, also Menschennamen drauf. Als Farbbezeichnungen. Jetzt habe ich irgendwie nur matte geswatcht. Ja. Okay, Schimmer, Schimmer. Schimmertöne sind hier nur 5. Und hier ist die, das ist ja Isle of Revolution, da ist die Qualität halt sehr durchwachsen. Aber. Bisher alles, was ich geswatcht habe, und ich habe mich auch schon damit geschminkt, hier sind die zwei Schimmertöne, kann man, ja, geht vollkommen klar. Ich muss echt sagen, dass die Palette jetzt hier am langweiligsten ist. So richtig uneinfallsreich, sind einfach nur so Pastell-Nude-Töne. Und vor allem, weil es eben so eine weihnachtliche Palette ist, hätte ich mir da mehr kräftige rote Töne gewünscht und das sind jetzt, glaube ich, die spannendsten Farben, die ich daraus geswatcht habe. Und ja, genau, dann gab es noch die Naughty List, auch so diese weihnachtlichere Palette. Die ist etwas spannender, so ein Blau gehalten, ganz nett. Sind auch wieder Menschennamen. Ich finde es auch immer so schön, dass diese Inlay-Folien immer thematisch sind. Also bisher war in jeder Palette eine andere Folie mit einem anderen Look, fand ich sehr schön. Und die sind tick schöner, ne? Warm. So stellt man sich so eine Weihnachtspalette vor. Sehr, sehr nett. Schöne braune Töne, schon. Ja, die ist schön, schön. Einfach schön. Schön warm. Das swatchen wir jetzt auch ein bisschen was. Hier sind schon ein paar mehr Schimmertöne. Auch verschiedene Formulierungen, von seidig bis metallisch. Jetzt habe ich hier irgendwie drei verschiedene Goldtöne geswatcht und alle sehen gleich aus. Ja, unten die vier. Gold, Gold, Gold. Und so ein Rosé-Schimmerton. Aber ja, im Unterton unterscheiden sie sich ein bisschen. Und auch so in dem Finish. Der ist so ein bisschen Duochrome, der goldene Ton, aber nur ein bisschen.
Der hat so ein bisschen was von Kupfer, der geht so ein bisschen mehr ins Orangene. Ja. Und das wäre es erstmal mit Revolution gewesen. Das war ein Haufen Zeug, weil ich habe da schon lange nicht mehr bestellt und diesmal ein bisschen mehr. Ja, es sind auch zurzeit sehr, sehr viele Sachen, die sehr, sehr spannend sind, die rauskommen. Und da pocht mein Make-up-Herz ein bisschen mehr lauter. Cosmetic for Less. Lange habe ich mich geweigert und habe mir jetzt dann doch die mitbestellt, denn ich habe auch die anderen alle. Das müssten fünf. Ah, ja gut, wenn man die Maxim noch mitzählt, aus dieser Größe mit den gleich großen Fähnchen halt, habe ich mir noch die bestellt. Die Nude Daring Nude. Nude Daring. Ich fand die irgendwie langweilig. Ich habe die auch im DM. Die gab es mal im DM, im Shop, also im Laden selber. Ich habe mir jetzt aber online bestellt. Ich fand die irgendwie langweilig. Trotz diesen spannenden Fleckenformulierungen fand ich die so auf den ersten Blick langweilig. Aber ich habe sie jetzt mitgenommen für meine Sammlung. Und habe sie jetzt doch auch bei ein paar Mädels gesehen. Und die soll top sein, so wie die anderen eben auch. Ne? Also ganz normale Catrice-Qualität. Ja, die ist so ein bisschen angehaucht an der Huda-Palette, aber ja, auch verschiedene Formulierungen. Ne? Also ganz spannend gemacht. Deswegen habe ich mich doch dazu entschieden, die mir zu holen. Okay. Kann man machen. Deswegen kommt die unbedingt in meine Sammlung rein. Hätte ich sie mir nicht geholt, dann wäre ich auch traurig. Es gibt auch noch einige, also im Online-Shop auf Catrice gibt es noch viele, viele davon. Viele, einige. Also wenn die euch interessieren, schaut da gerne rein. Dann habe ich gesehen, dass es von Isle of Revolution mit 11, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich dachte eigentlich, das wäre 11, also die Marke 11, ist es aber nicht. Das ist irgendwie mit dem Elfen, also irgendwie dem Elfen. Gibt es wohl eine Serie oder einen Film oder ach, keine Ahnung. Und die haben zusammen kooperiert und haben sehr geile Produkte rausgebracht. So, wie geht die denn jetzt hier auf? Und zwar einmal diese hier. Sieht so aus. Klappst du auf und hast dann quasi wie so ein, ich weiß nicht, so wie Bücher für ganz kleine Kinder. So dicke Seiten drin sind, ne, wo man so blättert. Und dann hast du im Endeffekt hier vier verschiedene Lidschattenpaletten. Ich muss mal gucken, weil die Handhabung haben die nicht besonders schön durchdacht, denn die ist hier mit so einer Schraube, so ein Gewinde festgehalten. Ob ich mir das Gewinde nicht rausnehme und die Paletten dann einfach so einzeln rausnehmen kann. Aber es kann natürlich sein, dass die dann hier natürlich rausfallen, ne, logischerweise. Weil die erste hat noch eine Folie drauf und die mache ich ja dann eh weg. Und dann die halt nicht. Und wenn du das dann blöd hältst, die Ecke, dann kann es sein, dass du eine Farbe reinkommst. Also, coole Idee, ist mal was anderes, aber ich würde sie gerne irgendwie trotzdem lieber einzeln rausnehmen. Das ist zwar magnetisch. Ja, die werden bestimmt rausfallen. Und ihr habt ja gesehen, dass die Umverpackung, die ist ja einfach nur genauso hier außen rum. Wir haben einmal die erste Seite mit so pastelligen Tönen. Spricht mich jetzt überhaupt nicht an, sind viel zu hell die Farben. Ja. Dann die zweite, diese grünliche, ist eher schon was für mich. Ich mag so Grüntöne. Ganz viele schöne Grüntöne sind dabei. Formulierung, ja, Isle of Revolution halt, geht. Auch wieder verschiedene Texturen, ne? Seidig, metallisch, schimmernd, matt. Einfach interessant, ja. Und der Grundgedanke ist cool. Die Grundidee, ne? Mit diesen verschiedenen Paletten. Aber die Handhabung ist irgendwie so komisch. Die nächste Seite wäre dann so. Auch sehr schön.
Und die unterste Seite, die ist innen drin, aber befestigt. Okay, das könnte vielleicht klappen, weil dann sind es nur drei Lose. Ist halt dann Nudie Braun, Gold, Rosé. Einfach nur braun. Also eigentlich sehr, sehr, sehr viele Farben. Es ist von jeder Farbe was dabei, die man so braucht für irgendeinen Look. Du hast hier alles. Ne? Du hast hier einfach alles, alles in dieser einen Palette. Handhabung. Nicht so bis zum Ende gedacht, irgendwie, aber irgendwie cool. Und ich habe es mir trotzdem geholt. Mal schauen. Ja, ich glaube, die Umverpackung. Ja, lasse ich erstmal da. Die 11. Was natürlich nicht fehlen durfte, also die war für mich gleich klar, dass die mit musste. Das ist die. Gibt es einen kürzeren Namen? Das ist halt die. Okay, und die fand ich schon. Ich habe die bei Trendmood schon gesehen und fand die mega ansprechend. Und wusste, dass die es auf jeden Fall sein wird. Also, Packaging ist schon mal winterlich, weihnachtlich, süß. Ein Spiegel mit drin enthalten. Und da ist der Elf. Und du hast zwar hier sehr, sehr, sehr kleine Fähnchen, aber die reichen doch aus. Sehr schöne Farben auch. Bisschen dunkel fehlt mir hier tatsächlich, aber irgendwie nett. Ich finde es süß. Ja, da ist das Swatchen jetzt natürlich nicht so einfach, weil die Fähnchen mini sind. Auch sehr interessante Formulierung. Mir fehlt hier ein bisschen das dunkle Braun, muss ich sagen. Swatchen mit langen Krallen in Mini-Fähnchen. Der ist spannend. Okay, haben wir hier. Der da sieht total geil aus. Ist wie so ein Topper. Schon mal wieder glitzert. So ein Rosé. Schön, ne? Schöne Farben, muss ich mal gucken. Wie gesagt, es fehlt mir hier so ein dunkles Braun. Braucht man vielleicht auch nicht. Fand ich nett. Ist mal was anderes wieder, was Neues. Und vor allem, ich mag diese Weihnachtspaletten so sehr. Und ja, die Weihnachtspaletten haben ja jetzt nicht nur Weihnachtsfarben, ne? Also weihnachtliche Winterfarben drin, sondern auch, wenn man gesehen hat, das war jetzt zum Beispiel ja auch eine schöne Sommerpalette, ne? Wenn man so guckt, wer hier so, weiß ich nicht, Summer Dreams gestanden, wäre es auch vollkommen okay. Aus dieser LE durfte das Pinselset natürlich auch nicht fehlen. Ich finde, das sieht mega fluffig aus und ich hoffe, das ist auch mega fluffig. Sind 5 Pinsel. So ein großer, großer Puderpinsel liebe ich. Ich hoffe, der ist streng genug, um für Puder, Foundation und so weiter. Mag ich ja. Ihr habt hier einen Blenderpinsel, einen abgeschrägten Blenderpinsel, einen Blushpinsel vielleicht und so einen Maskenpinsel oder auch zum Foundation auftragen. Einfach schön. Irgendwie schön. Kommt natürlich aus der Verpackung raus und meine Pinselständer sind so unten zugespitzt. Finde ich schön. Irgendwie so fluffig sieht das aus und ich will das anfassen. Vor allem, weil das so rosa ist auch, ja. Ja. Fluffig. Ja, das ist auf jeden Fall hier das Pinselset. Und worauf ich auch immer bei jeder LE abfahre, sind Fixing-Sprays. Und das durfte auch von dem hier, das Longstay Fixing-Spray mit. Das ist so mini irgendwie, ne? Was ist, hast du da? 50 ml. Komme ich relativ schnell durch. Bin auch gespannt, ob das irgendwie nach irgendwas duftet. Und jo, bin gespannt. Ich liebe Fixing-Sprays. Deswegen durfte das auch mit. Ich fand auch, dass die Sachen extrem teuer waren. Also für I Love Revolution waren die mega teuer. Deswegen habe ich auch am Anfang gedacht, das wäre von Elf. Und ich habe auch irgendwo aufgeschnappt, dass Elf Cosmetic irgendwo was geschrieben hat. Aber nee, das ist nicht Elf. Weil die Sachen, dafür, dass die so teuer ist, könnten die von Elf kommen. Noch eine Palette, die mitkommen durfte. Die war, glaube ich, ein bisschen reduziert oder so. Ich weiß nicht genau. Bin lange drum herum geschlichen, weil ich bin jetzt nicht so der Simpson-Fanatiker, sagen wir so. Ich fand die Palette aber cool, weil die große halt, ne? Ich wollte sonst nichts. Ich dachte, okay, die große nehme ich so mit. Von Revolution aus dieser Halloween-Edition.
Und schöne Palette, die ist schön groß vor allen Dingen. Mega cool aufgemacht. Kunterbunt. Aber trotzdem alle Farben dabei zum Verblenden, zum Vertiefen, zum Verdunkeln. Viel, viel knallig. Rot, Gelb, Grün, Blau, alles dabei. Spannend. Oh, fühlt sich schön an. Ja, gewohnte Revolution-Qualität wahrscheinlich. Wird jetzt hier nichts Spektakuläres anders sein. Einfach toll. Ja. Der Rosaton da oben ist schön. Rosa Flieder, so flippt ein bisschen. Flippt. Ich fand auch die Größe irgendwie so cool und es war riesig, aber irgendwie, ja, es geht, ne, wenn man sich so schminkt. Ist gleich einen ganz, ganz großen, schönen Spiegel mit dabei. Cool. Irgendwie cool. Ist halt noch was anderes, was Besonderes. Nicht so dieses typisch Mädchenhafte, sondern irgendwie nett. Und bei Cosmetic for Less gibt es immer Pröbchen. Ich habe mich für dieses kleine Set von Belonda entschieden. Einmal so ein Super Serum gab es dazu. Dann, das müsste was für das Gesicht sein. Ist halt eine polnische Firma. Und das musste was für den Body sein. Doccella. Heißt für die Haut. Und ja, habe ich noch nicht ausprobiert. Hat jemand Erfahrung mit diesen Dingern? Ich finde es auch immer so spannend mit diesen polnischen Produkten. Ehrlich gesagt, weil die auch so unbekannt und anders sind. Und trotzdem irgendwie so innovativ und modern. Und ja, würde ich mal was ausprobieren. Und dann kommen wir noch zu Rossmann nochmal. Ja, das Paket liegt hier schon eine Weile. Oh, wow. Ich sehe hier gerade da Rossmann. Was stimmt denn nicht mit mir? Ich habe das doch schon mal da gehabt. Gut, kommt in meine Verlosungskiste. Wie gesagt, das Paket liegt hier schon eine Weile. Das andere ist relativ neu. Ich habe mir hier diese Box gekauft. Die ist mittlerweile auch schon sehr stark reduziert. Aber als sie rausgekommen ist, musste ich sie haben. Die Tasty Christmas Hamper Collection. Das ist ja so eine Winter-Kollektion von I Love Revolution. In so einem süßen kleinen Schuhkarton irgendwie. Und die Kiste schon so niedlich. Und zwar so. Ja, so wie so ein Picknickkörbchen irgendwie, ne? Ich war hin und weg. Ich habe die natürlich schon geöffnet. Das ist alles so zuckersüß verpackt und liebevoll. Und ja, die Box verlinke ich euch. Die gibt es jetzt noch fast überall. Aber ich habe sie gesehen auf, ich glaube, auf Revolution sind die schon reduziert. Ihr habt halt Limited Edition Paletten hier drin, deswegen habe ich zugeschlagen. So, einmal haben wir hier die Cranberry Jerry Palette. Cranberry Jelly Palette. Zauberhaft. Es ist eine Highlighter-Palette mit zwei unmöglichen Farben. Aber zauberhaft, ja. Da gehe ich mal trotzdem rein. Keine Ahnung, ob ich die jemals benutze, aber ich behalte sie, weil Limited Edition sind außergewöhnliche Farben. Das Rosa könnte vielleicht noch gehen, aber ich glaube, wenn man das so, ne, könnte einen Balken ergeben. Und das Gold ist sehr, sehr dunkel. Ja, Inner Corner, Lidschatten, alles Mögliche. Ist halt viel Lidschattenprodukt, ne? Aber schön, schöne Aufmachung. Ich wollte die Box einfach haben. Dann gab es so einen kleinen Gingerbread Man als Badezusatz. Der ist mir leider runtergefallen. Der duftet auch jetzt erstmal nach nix, aber vielleicht werde ich mal baden. Dann haben wir noch so eine Badecreme gehabt. Ich muss mal gucken, ob ich das auch als Duschgel benutzen kann. Sonst muss ich halt baden. Ich habe eine Badewanne, aber ich bade nicht so gerne. Ist auch noch zu, lasse ich zu. Sieht mega süß aus, wie so eine Milchflasche, ne? Dann gab es ein Ei. Hört mal das Ploppen. Das wird zu hart sein. Ich werde es trotzdem in meine Eisammlung reintun. Und ein Fixing Spray, ein Cranberry Fixing Spray, mega spannend. Ich liebe Fixing Sprays und da sind auch Schimmerpartikelchen mit drin. Ich liebe sowas. Ja. So,
sieht das Ganze erstmal aus. Und darunter, wenn wir das anheben, ist noch eine zweite Lage. Da geht es noch weiter. Ja, selbst für den Normalpreis hat sich das total gelohnt. Und jetzt zum vergünstigeren Preis, meine Güte, hat sich das gelohnt. Und zwar haben wir einmal, das ist aber eher so nicht Weihnachten, sondern Pumpkin Pie Halloween Herbstpalette. Ich mag diese Art von Paletten. Ich sammle zwar nicht die Chocolate-Paletten, aber diese hier mag ich schon gerne. Die sind irgendwie besonders. Was mich jetzt hier stört, hier ist nicht diese Umverpackung dabei, weil sie eben in diesem Set drin sind. Ich möchte halt nicht, dass es immer schmutzig geht, wenn es in mein Lidschattenregal kommt. Ja, duftet nach nix. Die Paletten sind wirklich zauberhaft. Also ihr habt hier eine zauberhafte Pigmentierung. Da sind mit Sicherheit auch ein paar Farben dabei, die nicht so mitmachen. Aber bisher alles, was ich so geswatcht hatte, schaue ich das mal an. Sogar teilweise hier so ein bisschen Duochrome. Der auch oben so Gold und dann Grün. Top. Und die gibt es so einzeln natürlich auch nicht zum Kaufen. Nur in diesem Set. Ich hoffe, ihr bekommt das noch, wenn ihr das haben wollt. Das ist die Pumpkin Pie, genau. Und dann haben wir noch die Gingerbread. Und die heißt auch so, okay. Die ist eher weihnachtlich, zuckersüß von der Aufmachung, also wunderschön. Und sieht dann ein bisschen so. Ein bisschen. Sieht ein bisschen so aus. Genau. Den und den hier quer. Schön, oder? Schöne Schimmertöne. Dieser Flieder wieder voll geil. Echt toll. Hat sich gelohnt, ja. Nee, ich habe es gesehen bei Rossmann eben und dachte, das wäre irgendwie eine Special Edition, die noch keiner kennt. Ja, die ist schon mittlerweile reduziert, weil es liegt auch schon eine Weile da. Und ja, wenn ihr Glück habt, gibt es sie noch. Verlinke ich euch natürlich unten alles. Es gab noch einen Lippenstift dazu. In Gingerbread Optik und der heißt auch Gingerbread. Die Farbe ist mega. Das ist ein matter Lippenstift, so ein bisschen Rosenholz, ein bisschen Velvet Teddy in die Richtung. Hat jetzt schon einen komischen Geruch. Jetzt mal gucken. Oh ja. Oh ja. Geil. Ich liebe so eine Farbe. Ne? Rosenholz, ein bisschen braun, nudie. Mega. Voll Velvet Teddy, oder? Ich habe Velvet Teddy da. Moment, das vergleichen wir nochmal. Velvet Teddy. Da ist er. Schaut mal, meiner ist schon ziemlich gut runtergenudelt. Ja, ich weiß nicht, ich würde sagen, Velvet Teddy hat ein bisschen mehr Rosenholz. Das ist schwierig jetzt. Ich glaube, wenn man das auf den Lippen hätte, würde man kaum den Unterschied sehen. Das ist Velvet Teddy. Aber sehr, sehr ähnlich, oder? Der ist so ein bisschen mehr bräunlicher, ein bisschen kühler. Wahnsinn. Und es gab noch Cranberry. Was ist das? Lipgloss. Ja. Schön. Oh, riecht gut. Geile Farbe. Nice. Ja, schöne Box, oder? Ja, ich werde die Sachen natürlich also alle rausholen. Leider werde die Box irgendwie wiederverwerten und Sachen einsortieren. Und schade, dass es da halt keine Umverpackung gibt, weil bei den Paletten gibt es halt immer noch irgendwas. Ne? Aber schöne Box. Echt. Mir passiert das so häufig. Wer kennt's? Passiert euch das auch ab und zu, vor allem wenn man halt in dem Stile einkauft, immer wie ich. Mir ist das so oft passiert, dass ich was doppelt bestellt habe. Das ist unglaublich. Mir ist es jetzt erst aufgefallen. Also, da wird sich auf jeden Fall jemand freuen. Unglaublich. So, ich habe mir bestellt von Physicians Formula wieder was. Die Foundation. Die Butter Believe It Foundation, genau. Aus dieser Butter-Serie. Finde ich mega spannend. Ich habe hier die Farbe Fair to Light genommen. Wird wahrscheinlich was Leichtdeckendes sein. So ein bisschen Tinted Hydrator. Mega ansprechend habe ich mitgenommen. Die lag jetzt hier schon eine Weile von Rewild the Loop. Jetzt habe ich sie endlich mal. Schau mal, die hat sich ein bisschen gesetzt. Weil die so eine Serum Foundation ist. Ne?
Ich habe mir damals nämlich die falsche gekauft, die so gehypt war. Jetzt habe ich die richtige. Hoffe ich mal. Hyaluron spendet Feuchtigkeit, kaschiert Falten in der Farbe 01 Porzellan. Die soll so wundervoll sein, deswegen habe ich sie jetzt auch da. Ich liebe Foundations, ich liebe sie. Ich habe so viele, aber ich liebe sie. So, als Backup habe ich mir nachgekauft mein Essence Liquid Ink. Bin jetzt großer Fan. Ich habe heute auch Braun drauf. Also ich habe den gerade in Benutzung. Der trocknet schon langsam aus. Waterproof. Ich liebe diese Art von Eyeliner. Ich bin jetzt umgestiegen auf diese Pinsel-Eyeliner. Ich kann damit einfach besser arbeiten und über hartnäckigen Lidschatten trägt er halt auf und die Filzstifte trocknen halt oft oder geben oft auf, sobald du über Lidschatten kommst. Deswegen benutze ich immer die. Das ist wundervoll, es hält den ganzen Tag. Und ich benutze jetzt halt gerade eben am liebsten diesen braunen, weil der nicht so hart wirkt. Ne? Und man sieht ja, das sieht auch schon fast aus wie schwarz. Und ist aber nicht so hart, nicht so kontrastreich. Und deswegen der braune als Backup. Dann gab es ja diese Beyond the Shadows LE und mich hat eigentlich nur die Base angesprochen. Transparent Pigment Base, denn ich habe das Pigment dazu geholt. Ich liebe Pigmente, ich trage die tatsächlich nicht so oft, aber Pigmente nehme ich auch gerne für die Fingernägel und so weiter, kannst du ja nehmen. Und mit diesem Pigment stelle ich mir voll geil so einen Babyboomer-Effekt vor. Aber auch für die Augen, man kann es auch hier nehmen oder so. So als Festival-like, hier so als Highlighter. Genau, die zwei Sachen durften noch beim Ausmalen mit. So, ihr Lieben, das war jetzt erstmal Teil 2. Es wird noch einen Teil geben mit XXL Doula Special XXL Haul. In dem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen, Vorbeischauen und so weiter. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video, ihr Lieben. Bis dahin. Ciao, ciao.